Ja, ich habe sogar zwei Gesprächspartner, also sowohl eine Frau wie auch einen Mann, und die beiden haben was gemeinsam. Sie sind nämlich beide Parteichefs einer Partei oder Co-Chefs, muss man ja sagen. Und sie sind zum ersten Mal im Deutschen Bundestag. Ich begrüße ganz herzlich Susanne Hennig-Welsow von den Linken Co-Chefin und Robert Habeck von den Grünen bekanntlich. Frau Hennig-Welsow, Ihre Kollegin im Sprecheramt ist ja hier auch eingezogen, Frau Wissler. Ist das eigentlich ein Problem, wenn zwei Parteichefs plötzlich in eine Bundestagsfraktion, die dann auch noch geschrumpft ist, dazukommen? Auch ein Problem zum Beispiel mit den Fraktionschefs? Na, eigentlich überhaupt nicht. Ich komme ja aus einer Position, wo ich schon Landesvorsitzende war und auch eine Landtagsfraktion geführt habe als Parteivorsitzende. Und ich weiß darum, wie positiv das ist, wenn man im selben Parlament, auf derselben Ebene tatsächlich Politik machen kann, weil man dann ganz nah an den Prozessen dran ist und natürlich auch die Chance hat, als Parteivorsitzende die Position der Partei noch mal deutlicher, auch in der Fraktion stärker zu machen, deutlicher zu machen. Also aus meiner Sicht ist es eine Win-Win-Situation. Herr Habeck, Sie kommen aus dem Wahlkreis 1 und sind da auch die Nummer 1. Sie haben den nämlich direkt geholt, im Gegensatz zu Ihrer Kollegin. Hat das irgendwas zu sagen bezüglich der beiden grünen Parteichefs, wer jetzt das Sagen demnächst hier hat? Nee, die Wahlkreise sind ja unterschiedlich und Annalena hatte Olaf Scholz als Gegenkandidaten. Und ich bin da oben in meinem Wahlkreis lange zu Hause, habe als Minister viel in diesem Wahlkreis gearbeitet, wohne da seit Jahrzehnten. Das sind alles meine Nachbarn. Also das ist ein Privileg, diesen Wahlkreis vertreten zu können. Für die Grünen ist es eine tolle Geschichte, dass ein ländlicher Wahlkreis mal gewonnen werden kann. Wenn ich das sagen darf, da bin ich auch richtig stolz drauf. Aber interne Konkurrenzen gibt es darüber gar nicht. Alle freuen sich. Jetzt kann man ja darüber lange reden, was das für Vorteile hat, wenn man als Parteichef auch im Bundesparlament ist hier. Wird das bei Ihnen so bleiben? Sie hatten ja mal diese Trennung von Amt und Mandat. Jetzt sind beide Vorsitzende plötzlich MdBs. Wird das so bleiben, zumal wenn Sie ja voraussichtlich Minister werden? Na, wir haben eine Regelung, die es erlaubt, dass von 6 Bundesvorstandsmitgliedern 2 im Bundestag sein dürfen. Das ist im Moment überschritten, weil auch Michael Kellner und Ricarda Lang und Jamila Schäfer 3-mal nochmal Bundesvorstand mit im Bundestag sind. Wir werden aber im Januar einen neuen Bundesvorstand wählen und dann wird sich das alles wieder ruckeln und dann werden die Dinge anders sein. Schön, dass ich noch kurz dabei bleibe, aber voraussichtlich werden Sie ja Minister. Ich frage Sie jetzt auch nicht, welches Amt Sie anstreben, aber macht es dann Sinn, wenn man Minister ist, vielleicht noch höhere Weihen hat als Vize oder so und dann auch noch Parteichef? Nein, das macht keinen Sinn. Also das ist, wir werden sehen, wie sich die Dinge weiterentwickeln und wir müssen erstmal eine Regierung bauen und eins nach dem anderen. Aber so viel kann man abstrakt sagen, als Minister, wahrscheinlich auch als Ministerin, Parteivorsitzende zu sein, ist mit unserer Parteikultur nicht vereinbar. Frau Merkel war es ja als Bundeskanzlerin lange und danach war es in der Union eher unruhiger. Aber für eine Partei wie die Grünen ist der Parteivorsitz wirklich ein Knochenjob. Das ist auch schon 24/7, man muss den ganzen Tag arbeiten. Das ist kein repräsentativer Job, das wird bei euch so ähnlich sein. Das wird sich auf keinen Fall vertragen. Also Minister und Parteivorsitz ist ausgeschlossen. Also Sie sind jetzt im Parlament, Frau Wissler ist auch hier, die beiden Fraktionschefs. Und da hat die Linke ja in den vergangenen Jahren nicht so eine gute Erfahrung gemacht. Zwar noch nicht mit Ihnen als Person, weil Sie neu sind. Aber dieses Behaken zwischen Parteispitze und Fraktionsspitze, wird das wieder ausbrechen? Wird das besser werden, weil Sie jetzt so nah zusammensitzen? Wie sehen Sie die Zukunft? Na, wir sind ja von Anfang an sehr intensiv im Gespräch. Ich glaube, das hat man im Wahlkampf auch gemerkt, auch bis heute, dass wir miteinander reden, dass wir Konflikte versuchen auszuräumen und dass es in der Politik unterschiedliche Vorstellungen von Wegen gibt. Das ist nun mal so. Wir haben natürlich als Partei Die Linke auch einen Auftrag, jetzt mit den 4,9% umzugehen. Das ist auch klar. Ich hätte mir auch ein schöneres Ergebnis gewünscht, aber das ist nicht der Fall. Und deswegen sage ich, wir sitzen ja alle für unsere Partei erstmal auf Bewährung. Das geht für die Fraktionsvorsitzenden, das geht für den Parteivorstand. Wir werden jetzt in einen Prozess eintreten und sind es auch schon, wo wir massiv daran arbeiten, erstmal zu verstehen, warum wir diese Niederlage eingefahren haben. Und wollen uns natürlich auch in den nächsten Monaten und Jahren neu entwickeln, wollen uns neu aufstellen. Und das ist das Ziel, das können wir gemeinsam schaffen. Und deswegen sage ich, ich erwarte Streit, weil das in der Politik dazugehört. Die Frage ist eben, wie man den führt. Wenn man sich den Zustand der Linken anguckt, der CDU-CSU, Herr Habeck, dann bleibt eigentlich tatsächlich nur die Ampel übrig. Das haben Sie auch von Anfang an relativ schnell gesagt und auch begriffen. Aber man ist ja doch jetzt am Anfang eines schwierigen Prozesses mit der FDP. Ist das auch ein Druck, den man braucht, dass man weiß, man braucht sich gegenseitig? Es gibt keine Tür, wo man wieder rausgehen kann, vor allen Dingen wie Christian Lindner das vor 4 Jahren gemacht hat? Also wenn man den Prozess zur Regierungsbildung
anschaut, sind wir mittendrin und nicht mehr am Anfang. Wenn man die 4 Jahre sich anschaut, dann sind wir am Anfang. Da haben Sie recht, wer weiß schon, was da noch alles passieren wird. Und ja, das muss man, glaube ich, entspannt zugeben. Das ist vor allem für FDP und Grüne ein Lernprozess. Aber bisher lernen wir und das ist ja gut. Es gibt ja Schlimmeres, als zu lernen. Franz Müntefering hat mal gesagt, Opposition ist Mist, Frau Hennig-Welsow. Sie sind jetzt hier in den Bundestag gekommen. Sie hätten ja auch in Thüringen mit einem Ministerpräsidenten der Linken vielleicht auch mal was ganz anderes werden können. Was hat Sie gereizt, hier auf die Bundesebene zu gehen und nicht in Thüringen Ihre Karriere zu suchen? Naja, ich habe in Thüringen 7 Jahre eine Fraktion geführt, eine Partei geführt, die eine Regierung geführt hat. Und natürlich ist es so, dass auch ich neue Herausforderungen brauche. Ich hätte gern mit Herrn Habeck Rot und Grün verhandelt für den Bund, hätte auch gern regiert. Jetzt habe ich ein etwas weicheres Ankommen und kann mir vorstellen, dass 2025 einfach nochmal die nächste und die bessere Gelegenheit möglicherweise kommt, dass wir wirklich ein progressives Bündnis basteln. Hätten Sie das auch gern gemacht, Herr Habeck? Ist ja jetzt hätte, wenn und aber. Also am Anfang des Jahres war vieles möglich, fast alles. Und dann haben sich die Optionen immer weiter reduziert. Und jetzt sieht es so aus, als ob Deutschland eine Ampelregierung bekommt. Hätte man Anfang des Jahres auch nicht viel drauf gewettet, wahrscheinlich. So diplomatisch, wie Sie geantwortet haben, könnten Sie auch noch Außenminister werden. Aber ich will hier nicht über Posten diskutieren. Vielen Dank, dass Sie beiden da waren. Parteichefs neu im Parlament, das ist ja auch mal ganz spannend. Aber bei der Linken sind es ja dann schon gleich 2 Parteichefs, bei den Grünen auch. Und da sagt sich die ein oder andere Partei, bei der CDU wird ja auch gerade überlegt, ob man nicht 2 Parteichefs braucht. Ja, mal abwarten, wie das bei denen weitergeht. Und jetzt geht's weiter mit Jeanette Clark.